Moin Moin und Heidi Ho, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück bei Harveys neuen Augen. Wir haben in der letzten Folge gesehen, wie die Oberin die gute Birgit ein bisschen zusammenstaucht. Und Birgit tut mir zumindest jetzt doch so ein klein wenig leid. Wir wollen uns aber gleich mit der Geschichtsmumie etwas beschäftigen. Und dann werden wir mal schauen, was kommt. Aber erstmal. Das geschah, Birgit, ganz recht. Unfähigkeit musste bestraft werden. Reden wir mal mit Birgit, ob sie überhaupt... Lilly hätte Birgit gerne getröstet. Andererseits hatte sie sich den Ärger auch selbst zuzuschreiben. Lilly hoffte für Birgit, dass sie sich bei dem Puma-Motiv etwas mehr Mühe gab. So, dann gehen wir da mal hin. Gehen wir mal in der Sammlung. Also, die drei E's. Wir haben Emotion, Einstellung, Essen. Die Emotion war ja... Schau mal auf den Notizblock. So. Genau, so. Also, er war weder fröhlich noch wütend. Ich glaube, wir müssen, glaube ich, einfach mal ein bisschen durchprobieren. Suchen wir mal eine fröhliche Banane. Also versuchen wir es mal fröhlich und Banane und heroisch. Versuchen wir es mal. Also fröhlich. Probieren wir es mal. Schießt hier gerade so ein bisschen ins Leere. Fröhlich, Einstellung. Was hatte ich gesagt? Genau, Hirsch, Helmut. Und Banane. Gucken wir mal, ob es das ist. Ich weiß es nicht. Hm? Was? Kennen wir uns? Aha. Warte mal, ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Also, mal sehen. An dem Tag war ich besonders fröhlich. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Gemeinsam aßen wir eine Banane. Nein, warte, so war das doch gar nicht. Die Geschichte ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Da hat doch jemand an meiner Gedächtnisstütze herumgespielt. Also, das Ding ist, er war nicht wütend und nicht traurig über eine Banane. Okay. Aber warum ist denn da ein Haken? Hab ich den da gemacht? Nee. Irgendwie muss das zusammenpassen, aber irgendwie sehe ich nicht, wie man das lesen muss. Das ist ein bisschen doof.
Ah, vielleicht was hier zu was passt. Vielleicht traurig, Stachelschwein, Banane. Probieren wir das mal. Traurig, Stachelschwein, Banane. Traurig. Stachelschwein. Probieren wir das einfach mal. Was? Kennen wir uns? Warte mal, ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Also, mal sehen. An dem Tag war ich besonders traurig. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie mussten mich erst einmal wecken, denn ich war sehr schläfrig. Gemeinsam aßen wir eine Banane. Nein, warte, so war das doch gar nicht. Die Geschichte ergibt hier überhaupt keinen Sinn. Da hat doch jemand an meiner Gedächtnisstütze herumgespielt. Probieren wir mal einfach die Kokosnuss anstelle der Banane, weil die schützt vor Schläfrigkeit. Was? Kennen wir uns? Warte mal, ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Also, mal sehen. An dem Tag war ich besonders traurig. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie mussten mich erst einmal wecken, denn ich war sehr schläfrig. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Nein, warte, so war das doch gar nicht. Die Geschichte ergibt hier überhaupt keinen Sinn. Da hat doch jemand an meiner Gedächtnisstütze herumgespielt. Versuchen wir es mal mit wütend Kokosnuss Hirschkopf. Ich tappe hier gerade echt so ein bisschen im Dunkeln, weil ich finde, das ist nicht so hundertprozentig logisch. Also für mich zumindest. Vielleicht habt ihr ja schon mehr verstanden als ich. Gucken wir mal. Vielleicht klappt es ja diesmal. Ich weiß, ich habe das Was? jetzt. Kennen wir uns? Ist jetzt auch das dritte Mal, genauso wie Edna bricht aus, das ist das dritte Mal, dass ich dieses Spiel spiele und jedes Mal bin ich hier am Verzweifeln. Warte mal, ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Ah, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Das An klingt dem gut. Tag war ich besonders wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Hier. Ich habe sogar noch das Buch, in dem ich alles aufgeschrieben Das habe, ist gut. inklusive der Bedeutung der geheimen Templersymbole auf den Bodenplatten. Und jetzt lass mich bitte allein. Das erinnert mich alles zu sehr daran,
wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, das Rätsel um die geheime Grabkammer unter der Kapelle zu lösen. Die Geschichte muss ich dir unbedingt mal erzählen. Mhm. Okay, gut, dann haben wir das ja schon mal. Wir haben ein Buch, das müssen wir auf jeden Fall dem Typen in der Kapelle geben. Dann kommen wir ja schon mal weiter. Gucken wir mal nach Birgit. Gut, Birgit stickt noch. Dann auf zur Kapelle, würde ich mal sagen, ne? Dann geben wir dem das doch mal. Dem Frank. Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu? Das sieht ja mal wirklich interessant aus. Aha. Mal sehen. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, das hier ist ein Rätsel. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Okay. Schauen wir uns mal das Tutorial an. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Vervollständigt erst die Symbole auf den leeren Bodenplatten unter Berücksichtigung des ersten Hinweises auf der rechten Seite. Klickt einmal auf die leere Fläche, um ein Auswahlmenü zu erhalten. Entscheidet euch dann für das richtige Symbol. Wenn das Muster komplett ist, könnt ihr die drei Hinweiskacheln platzieren, um die Position der geheimen Grabkammer zu bestimmen. Also, als das Mutterschiff schließlich abgehoben hatte, kam Bruder Bodo die plötzliche Eingebung, dass man die Wappen der vier Ordensgemeinschaften lieber so anordnen sollte, dass weder in einer Reihe noch in einer Spalte oder gar in einem Quadranten dasselbe Symbol zu finden war. Okay, das klingt nach Sudoku. Hernach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosterfundamentes war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wendehalslöwen zu platzieren, das direkt unter dem Wappen der Kleeschweinschlosser lag. Also musste es irgendwo rechts davon platziert werden. Der Schlangenzungen-Bärenorden bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen Zugangs lag. Das verärgerte zwar die Bruderschaft der urnenförmigen Holzeulen, die ihr Wappen direkt unter der entsprechenden Bodenplatte platziert hatten, aber schließlich setzten sich die Schlangenzungen-Bären durch. Also das sind die Schlangenzungen-Bären, das sind die urnenförmigen Holzeulen. Ich würde sagen, nee, das sind die Kleeschweinschlosser. Okay, und unter dem großen Protest platzierten die Kleeschweinschlosser ihr letztes Wappen rechts von der Grabkammer und mussten überdies noch die Demütigung in Kauf nehmen, dass das Emblem damit direkt unter einem weiteren Wappentier der Wendehalslöwen im Mosaik. Also, wir sind einmal unter Wendehalslöwen. Und links von Wendehalslöwen. Probieren wir doch mal, ob wir hier die Wendehalslöwen. So, da das ja alles in einer Reihe sein muss. Bräuchten wir den. So, dann fehlt hier der da. Und hier würde dann der da fehlen. Hier fehlt dann entsprechend der. Hier der. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Welcher fehlt denn hier? Der da. Und dann müsste hier ja der Wendehalslöwe sein. Ist das richtig? Sieht gut aus, oder? So. Muss mal kurz auf Pause machen. Ich erhalte einen Anruf.
So, da bin ich wieder. Für euch war das ja jetzt nicht so. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Das scheint ja jetzt hier fix zu sein. Das heißt, wir schlagen mal das Buch zu. Nein, das macht keinen Sinn. Ich glaube, ich bohre lieber auf gut Glück weiter. Was? Hä? Was? Es tut mir leid. Du musst schon meine... Nee, wir wollen ja nicht das auf gut Glück. Ey, ich will das Inventar. Was ist denn jetzt schon, Nanu? Aha. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, das hier ist ein Rätsel. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Ich glaube, ich... Okay, also ich scheine das Rätsel richtig gemacht haben, aber ich muss hier da die Fitzelchen rüber machen. Okay, klar. Ja, logisch. Okay, also packen wir den mal dahin, weil das passt. Und da haben wir hier ein Schwein mit den. Und das. Das reicht irgendwie nicht, ne? Probieren wir das mal so. Den packen wir mal zur Seite. So. Auch nicht, ne? Ja. Das muss okay. Es sein. Haben wir's doch. Ich habe das Rätsel gelöst. Danke, dass du das Buch so lange gehalten hast. Du stehst übrigens im Weg. Darf ich mal? Gut, haben wir's ja doch geklärt. Nun, da Frank mit dem Bohren aufgehört hatte, konnte Lily endlich Garrett aus der Reserve locken. Na, Halleluja. Lily kauerte sich in den Beichtstuhl und wartete. In der Kapelle war alles ruhig. Bis auf Frank, der seine Aufregung kaum zügeln konnte. Wow! Wenn diese Knochen kein Hinweis auf eine Kirchenverschwörung sind, dann fress ich Tormings Doppelkinn. Und was ist das? Hey! Hier geht's ja noch weiter. Nur noch diese Steinplatte durchbohren und... Das ist doch ein Schwert. Ein echtes Templerschwert. Ich werd verrückt. Mann, das sitzt aber fest. Ich hab ein ganz mieses Gefühl. Die Strebe, da ist kein tragendes Teil. Der Aufschlag hallte in der ganzen Kirche wieder. Scheiße. Lily versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritte nahen. Oh ja. Herrliche, willkommene Stille. Kann ich meinen Horchposten wieder beziehen? So, aber wir wollen ja, dass der Typ da nicht rauskommt, deswegen... Hey, was soll das? Bist du das, Lilly? Findest du das etwa komisch? Ja. Lass mich sofort hier raus. Nein. Lilly war unwohl bei der Sache. Jemand in einen Beichtstuhl zu sperren, war möglicherweise kein angemessenes Betragen für ein braves Mädchen. Andererseits hatte sie Edna damit einen großen Gefallen getan. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Garrett ist also außer Gefecht gesetzt. Sehr gut, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Bevor ich das Kloster verlassen kann, musst du mir helfen, meine Spuren zu verwischen. Der Doktor darf keinen Hinweis darauf finden, dass ich jemals hier war. Könntest du das für mich tun? Aha. Prima. Mal sehen. Als erstes müsstest du den Luftballon entfernen, den ich in der Haupthalle hinterlassen habe. Da ist sogar ein Porträt von mir drauf. Der Doktor würde mich sofort erkennen. Dann habe ich bei der Schuluhr mit Knallfröschen gespielt. Sagen wir einfach, es war Teil eines Wetterexperiments. Und es wäre auch geglückt, wenn ich einen echten DeLorean gehabt hätte. Du kannst ja nicht, wie schwer es ist, einen Rasenmäher auf 5 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Und natürlich musst du die Widmung am Schaukelbaum entfernen. Das tut mir zwar genauso weh wie dir, aber einen besseren Beweis für meine Anwesenheit könnte ich dem Doktor wohl kaum liefern. Meinst du, du schaffst das alles? Aha. Danke, Lilly. Du bist die Beste. Okay, dann würde ich sagen, kümmern wir uns um die Beweise für Ednas Anwesenheit in der nächsten Folge. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet erstmal euren Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, liken, kommentieren, wenn noch notwendig, abonnieren.
schaut doch vielleicht mal in die anderen Videos von Heinrich rein oder auch in Videos von Heinrich und mir. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.